Herzlich willkommen zum Podcast Tai Chi jederzeit. Zu Gast heute ist Steffi aus Fürth bei Nürnberg. Grüß dich, Steffi. Hallo, Beate. Wie lange machst du schon Tai Chi und wie viel Tai Chi machst du? Also so richtig intensiv bin ich jetzt seit 3,5 Jahren dabei. Ich bin eigentlich unter der Woche jeden Tag bei uns in der Schule. Wir haben aber auch unterschiedliche Stile, aber ich trainiere jeden Tag und letztendlich trainiert man ja mit jeder Bewegung immer alles. Also feste Tai-Chi-Klasse ist am Montag bei uns. Also Montag habe ich dann immer offiziell Tai-Chi und die anderen Sachen wie Qigong oder so vertieft ja auch nur das Tai-Chi. Du gehst wie oft hin? Kannst du das nochmal sagen? Gerade eben schaffe ich es nur 4-mal die Woche. Ganz lange Zeit waren es 5-mal, manchmal sogar 6-mal die Woche. Aber aktuell bin ich auf jeden Fall 4-mal die Woche da. Super. Das ist ja selten, dass jemand wirklich so oft geht. Ja, was sagen denn deine Freunde dazu? Was sagt deine Familie dazu? Meine Familie ist im Norden oben. Da bin ich jetzt familiär nicht so eingebunden. Und meine Freunde nehmen zum Glück Rücksicht. Ich gebe zu, da hat der soziale Kontakt, also sozusagen das, wo wir uns sehen und wo wir was zusammen machen, das steht im Moment hinten an, weil mit Arbeit und Training ist nicht so einfach, alles unter den Hut zu bekommen. Aber wenn man sich dann mal sieht, ist dafür dann die Zeit oft umso schöner. Und natürlich mit den heutigen Medien, mit WhatsApp, schafft man es ja den wichtigsten Menschen und die bleiben dann auch im Kontakt zu bleiben. Du arbeitest tagsüber und danach gehst du quasi direkt zum Training. Und genau, das fast jeden Tag die Woche, beziehungsweise eine Zeit lang war das wirklich richtig jeden Tag die Woche. Warum machst du das? Warum? Also es gab die Zeit in der Arbeit, da war ein großes Projekt, was dann gescheitert ist, was schwierig war für mich. Und da hat mich jemand beraten und er hat gesagt, Jeffy, du brauchst was für dich. Du musst jetzt was finden für dich. Und dann habe ich so ein bisschen, ist mir eingefallen, dass ich mal einen Volkshochschulkurs während dem Studium ein Wochenende gemacht habe und dass mir das total gefallen hat. Und dann habe ich gedacht, so, das wäre jetzt doch ein ganz guter Ausgleich. Und dann bin ich in Nürnberg bei uns in die Schule rein und habe die erste Stunde mitgemacht. Und das hat irgendwas in mir so berührt, dass ich dann nicht mehr weg bin. Ich bin wirklich seit dem ersten Tag eigentlich da. Seitdem ich da einmal drin war, bin ich nicht mehr raus und damit müssen die leben und ich. Ja. Natürlich haben wir da auch jetzt eine sehr schöne Gemeinschaft. Bei uns in der Schule gibt es ja auch die Vollzeitausbildung. Das heißt, die Jungs, das sind jetzt hauptsächlich Jungs und ein Mädel, also immer mal wieder Mädchen auch, aber so der harte Kern. Und die trainieren ganztags, die machen sozusagen die Ausbildung, um dann auch selber vielleicht irgendwie eine Schule zu gründen. Ja, da habe ich natürlich jetzt auch tolle Freunde gefunden, die ich aus ganzem Herzen lieb habe. Möchtest du denn später auch mal unterrichten? Erstmal, also das Ziel irgendwie kann ich mir gerade nicht vorstellen. Dazu fühle ich mich viel zu viel als Schülerin. Ich genieße es sehr, dass da jemand ist, der mich ein bisschen anleitet und sozusagen, wo ich nicht die Richtung vorgeben muss, weil das muss ich in der Arbeit und überall in meinem Leben die ganze Zeit. Ich bin selbstständig und Einzelkämpferin und habe dadurch natürlich viel zu entscheiden und zu stemmen. Und ich genieße es sehr, dass ich in der Schule eine Führung habe, dass ich da mich so ein bisschen auch hingeben kann und auch das Hingeben lernen kann. Das ist ja manchmal auch nicht so einfach. Von daher im Moment weiß ich es nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass ich irgendwann, wenn ich in Rente bin oder so, dass man dann irgendwie sagt, ja, man macht dann irgendwie eher was so, also nicht offiziell mit Schule, sondern eher mal so, ja, man wohnt an einem schönen Ort und gibt dann 2-mal die Woche Tai-Chi-Unterricht oder so. Eher in die Richtung könnte ich es mir vielleicht vorstellen, aber wer weiß. Bis zur Rente sind es noch ungefähr 25 Jahre, du bist jetzt 42, nicht? Ja, bis dahin fühle ich mich dann vielleicht auch bereit, das wirklich gut weitergeben zu können. Die Kontrolle aufzugeben und nicht selber Entscheidungen zu treffen, dich mal führen zu lassen, dich quasi mal fallen zu lassen,
War es auch das, was dich bei deinem ersten Besuch dann so berührt hat, wo du gerade gesagt hast, irgendwie war da was, ich kann es nicht genau benennen? Da müsste ich erst mal drüber nachdenken, ob das das war. Ich habe meinem Lehrer zugeguckt und diese Bewegung und irgendwas ist da in meinem Herz aufgegangen. Also das war so, ja, als würde mein Herz aufgehen. Und jetzt auch mit Corona hatte ich auch gesundheitlich Schwierigkeiten und es ist viel passiert irgendwie, was auch nicht schön war. Und irgendwie habe ich mir immer gesagt, ich lasse mir das Training nicht nehmen und ich bin immer noch zum Training, auch wenn ich eigentlich nicht wirklich mitmachen konnte, aber ich war immer da, weil ich irgendwie gesagt habe, so, ich lasse mir das nicht mal nehmen. Und da ist irgendwas ist da, ja, ist da aufgegangen. Und dann, man muss natürlich vielleicht wieder lernen, auch manchmal loszulassen, aber in dem Fall habe ich das Gefühl, es ist gut, wenn ich mich da ein bisschen dran festhalte. Irgendwie und irgendwas hat mich da bewegt und irgendwas bewegt mich weiterhin, das höre ich so oft. Und manchmal möchte ich da so ein bisschen drin rumpokeln, um rauszufinden, was es denn genau ist. Und dann denke ich aber auch, es ist natürlich auch sehr individuell. Es ist vielleicht auch so ein kleines Geheimnis darin verborgen für jeden, was er oder sie selbst schon verstanden hat oder auch irgendwann mal verstehen wird. Das fände ich eigentlich ganz schön. Ja, manchmal sind ja Worte einfach nicht genug, ne, um sowas beschreiben zu können. Und ich glaube, das ist so, sobald man es in Worte steckt, verliert es den, also es passt nicht in Worte. Kannst du denn mal bitte mit Worten dein Training beschreiben? Was trainierst du, wenn du dort bist? Also es ist wirklich ganz unterschiedlich. Wir sind ja von den Wudang-Bergen, die Schule, davon inspiriert oder auf den Säulen. Und da ist so die 36er und die 64er Tai-Chi-Form. Das machen wir jetzt Montag und auch die Tai-Chi-Schritte. Bagua, das ist im Kreislaufen. Und am Dienstag haben wir Qigong und die fünf Tiere. Die fünf Tiere dienen ja genau auch einfach nochmal, um die ganzen Bewegungen in die Harmonie zu bekommen. Ich gebe zu, die fünf Tiere und ich, wir haben es noch nicht so miteinander. Ja, wenn du das erkennst, dann ist das ja Qualität. Ne? Ich glaube, viele Leute machen die Bewegungen nach und merken gar nicht, dass die Feinheit komplett fehlt. Also deine Qualität liegt schon darin, dass du merkst, da ist noch was eckig, da ist noch was eckig. Und ich hoffe einfach, dass das irgendwann mal rund wird. Ich weiß nicht, warum ich immer noch so im Widerstand bin bei den fünf Tieren. Also große Baustelle und dann Mittwoch Archie, das hatte ich auch eine Zeit lang gemacht, das ist ja sehr explosiv und da fehlt mir im Moment die Energie. Und außerdem brauche ich den Mittwoch gerade in der Arbeit, so für mich auch. Und dann Donnerstag haben wir Korrekturen, was sehr schön ist, weil man ein bisschen trainieren kann, an was man gerade arbeitet und eben jemand da ist, der guckt. Und Stock ist am Donnerstag und am Freitag ist Schwertklasse und danach auch sehr schön ist ein Dao-Abend, weil wir auch eben so unser Lehrer auch Wert auf die Theorie legt oder halt zumindest auch den Raum dafür geben möchte. Und da sitzen wir dann immer noch zusammen und reden über das, was ansteht. Was gefällt dir besser, Stock oder Schwert? Schwert. Also ich finde im Stock mit der Dynamik und den Körper zusammen, dadurch, dass der mehr Schwung auch haben kann, lehrt der einem auch sehr viel. Aber das ist so, wenn man den so auf den Boden schlägt und all das, das ist mir immer, da erschrecke ich so und es ist mir dann, also ich mag gern das Spielen damit und die Basis, aber da traue ich mich noch nicht so ganz hin. Und Schwert ist ja sehr elegant. Also natürlich hat das ja auch was mit Kämpfen, aber das kann man noch ein wenig ignorieren. Diese Eleganz im Schwert und in der Schwertführung und die Weichheit, die man ja auch wieder lernt. Und wenn man da wieder sieht, wie der Körper in dem Schwert sozusagen das weiterführt, die Bewegung. Also normal macht der Körper und dann bewegt sich meine Hand und dann geht es ja noch sozusagen die Energie ins Schwert und wenn das dann mit der Zeit flüssiger wird und mehr in Harmonie kommt, das macht es halt nochmal anders sichtbar auch. Hättest du denn als Schülerin zum Beispiel die Freiheit zu sagen, ich mache die Stockform oder die Stockbewegungen, die jetzt gerade angesagt sind im Training, lasse aber das auf den Boden schlagen aus?
Ich glaube, das möchte ich dann auch nicht. Natürlich haben wir, also die Freiheit hat jeder. Unser Lehrer sagt immer, du trainierst und trainier bewusst. Wir haben so, unser Raum ist so ein bisschen geteilt mit so Säulen. Dann kann man auch, wenn man sieht, okay, an dem Tag, ich kann jetzt das einfach nicht machen, das tut mir gerade überhaupt nicht gut, weil irgendwas auch ist oder man ist ein bisschen krank, dann kann man so ruhiger machen für sich. Also es gibt immer den Raum, um bewusst zu trainieren. An sich wäre da jetzt mein Anspruch, wenn es körperlich geht, wenn das jetzt nur mein Widerstand ist, dass ich dann halt zum Beispiel, also ich würde es probieren. Wenn ich ehrlich bin, dann wahrscheinlich würde ich doch ausweichen dann irgendwann ein bisschen und eher sagen, kann ich nicht Basis trainieren oder so. Aber eigentlich hätte ich den Wunsch, dass ich einfach den Stock auch mal auf den Boden hau und da über das drüber springe, was ich meine, was jetzt gut oder richtig ist. Und ich muss ja den Stock dann nicht 5 Stunden auf den Boden hauen und das eine Mal auf den Boden hauen, einfach da mal über mich drüber springen, hätte ich, glaube ich, dann schon den Anspruch. Ob ich das so hinbekomme oder ob ich dann nicht doch wieder ausweiche und da stehe und sage, oh, ich will das. Das kann natürlich sehr gut passieren. Wenn man den Stock auf den Boden schlägt, kann es ja auch sein, dass einem einfach die Gelenke wehtun. Ne? Ist auch ein bisschen altersabhängig vielleicht. Ich rede von mir, nicht von dir. Also ich merke jetzt, heute, wenn ich den Stock auf den Boden schlage, merke ich es ein bisschen in den Gelenken, was früher nicht so war. Ne? Nehmt mir also die Freiheit, dir nicht so feste hinzuknallen. Trainiert ihr manchmal auch unter Schmerzen? So würde ich es nicht formulieren, nein, aber es geht schon auch ein Stück weit darum, wenn wir zum Beispiel Mapu stehen, also in der tiefen Hocke, nicht gleich aufzugeben, sondern da schon mal durchzugehen, so schon. Also wenn man möchte halt, wenn ich jetzt einfach einmal die Woche komme, dann ist natürlich der Anspruch anders. Also dann sagt unser Lehrer schon auch mal, Mensch, eigentlich kannst du doch tiefer, geh tiefer oder so. Ne, das ist einfach nur, um denjenigen halt zu fördern. Aber wenn man intensiver trainiert, ist es aber ja auch einfach für die eigene Entwicklung und da zu sehen, dass die Grenzen, die ich in meinem Kopf habe, vielleicht nicht die Grenzen sind, die da sind, da manchmal drüber zu gehen. Ja, wenn man dann abbricht und sagt, nee, heute nicht, dann gibt es jetzt kein Donnerwetter oder man muss in die Ecke oder so. Es ist halt einfach so ein Stück weit auch die Selbstverantwortung, ne? Natürlich gab es auch mal Stunden, wo es dann nochmal Mabu und danach ging es mir, dann war ich schon irgendwie so kurz vorm Heulen. Aber ja, dann geht man halt das nächste Mal nicht mehr so tief, obwohl das ja dann oft auch anstrengender ist, als wenn man sich tief reinsetzt. Es ist jedem überlassen, wie tiefer jetzt da reingeht. Wenn Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt Lust gekriegt haben, auch mehr als 1, 2 Tage in der Woche zu trainieren, weil sie von dir gehört haben, dass es geht, 4 Tage kein Problem, 5 und 6 Tage gehen auch, was würdest du ihnen mitgeben wollen, wie sie ihr Leben so organisieren, dass das auch klappt? Ich glaube, das ist wirklich sehr individuell, weil also dadurch, dass ich selbstständig bin, kann ich mir natürlich meine Zeiten auch einteilen. Manchmal muss es halt dann nach dem Training, gibt es halt dann noch 1 Stunde Mail schreiben oder so. Also ich kann es mir aber einteilen. Ansonsten ist das, glaube ich, da bin ich 100% von überzeugt, das ist nichts, was man will in dem Sinn von, ich will jetzt einen Eisbecher oder so wollen. Also dieses Wollen auf einer, weil ich glaube, das ist gut für mich und ne, auf so einer rationalen Wollen-Ebene. Ich will jetzt gut werden, ich will jetzt, das wird nicht funktionieren, das macht einen kaputt. Wenn man so viel Zeit dafür gibt, dann einfach in dem Moment, wo eben diese Berührung da ist und diese Offenheit und auch dieses, also so ein Wollen aus dem Herzen, so eine Sehnsucht ja auch dahingehend. In dem Moment ist auch Zeit dafür da, weil man eben die Prioritäten so setzen kann und dann gibt einem das Training auch was zurück, dass man es auch gerne macht irgendwie. Und das funktioniert in dem Moment, ja, ich glaube, es hat echt, vielleicht ist Sehnsucht gar nicht so das schlechte Wort dafür. In dem Moment, wo das so eine Sehnsucht ist, schafft man das. Du hast dann auch überhaupt nicht mehr den Eindruck, du müsstest jetzt
um dorthin zu gehen, deinen inneren Schweinehund überwinden, sondern dein System aus sich heraus will es selber, oder? Das wäre jetzt absolut gelogen. Akut gestern oder so, da war einfach richtig viel los und ich war richtig müde. Und ich wäre wirklich auch wahnsinnig gern nach Hause und in mein Bett. Das sind aber oft die Trainings, wo einem dann so viel gegeben wird, wenn man doch hingeht, dass ich danach nach Hause gekommen bin mit so viel Energie und so viel Kraft auch für heute, für unseren Podcast, weil ich gestern noch gedacht habe, oh Gott, und jetzt in dem Zustand soll ich mit der Beate über meine Liebe zu meinem Sport sprechen, wo doch alles viel zu viel ist. Und das hat mir gestern dann wieder so viel gegeben, um jetzt heute mit dir mit voller Liebe und Begeisterung für mein Training zu sprechen und für die ganze Sache. Aber das ist natürlich immer noch das ist nicht so, dass man dahin tanzt jeden Tag, nein. Du hast auch von Gemeinschaft gesprochen. Ruderinnen, die in einem Fünfer rudern, die haben auch eine Gemeinschaft. Also das schweißt ja unheimlich zusammen. Oder Frauen, die in einem Beachvolleyball-Team sind oder die in einem Fußballteam sind. Was aber ist im Tai Chi noch anders? Natürlich, was den Sport ja für mich von jetzt irgendwie, ich gehe ins Fitnessstudio unterscheidet und werde fit, ist ja das innere Training, nenne ich es jetzt. Wenn ich jetzt nur, in Anführungszeichen, bitte nicht falsch verstehen, Fußball zusammenspiele, dann habe ich das ist sehr viel äußere Qualität und trotzdem jetzt im Zwischenmenschlichen, ne, Freundschaften und vielleicht auch eben Vergleiche oder, ne, also das Zwischenmenschliche ist, glaube ich, ziemlich gleich, also diese Bindung auf der Ebene, was sich aber halt eben unterscheidet, aber das liegt an der Sportart eben, dieses, was du sagst, was das Tai Chi verändert. Wir sind ja alle dadurch auf einer inneren Reise und diese Reise auch noch zusammenzugehen und zu sehen, was sich verändert und da eben auch dann gemeinsam drüber zu sprechen und auch an unserem DAO-Abend einfach die Erfahrungen auszutauschen. Du hast halt einfach, würde ich mal sagen, diese Ebene, die du vielleicht ansonsten mit deiner besten Freundin noch, weil die dich auch, aber irgendwie so dieses Innere verbindet natürlich zusätzlich. Ja. Ihr habt tatsächlich einen festen Abend in jeder Woche, an dem ihr euch trefft, um miteinander euch auszutauschen. Ja, das ist jetzt seit längerem so. Und ich glaube, das wird auch gut angenommen und wir genießen das auch sehr. Von daher denke ich, dass das erstmal so bleibt. Aber die Dinge wandeln sich ja. Und im Moment haben wir den Freitagabend, wo wir zusammensitzen oder auch mal singen. Was auch sehr viel Mut erfordert und ich noch nicht so mutig bin. Aber ja, also einfach zusammen sein und reden und das mögen wir alle. Und das ist aber auch ganz viele. Also das sind jetzt auch nicht nur die Schüler, die fest da sind, sondern das ist offen für alle. Also da kommen alle Schüler. Ich habe gerade versucht, mir vorzustellen, wie viele dann an so einem DAO-Abend zusammensitzen und habe vor meinem inneren Auge so eine Gruppe von maximal 10 Leuten gesehen. Genau. Kommt das hin? Ja. Und würdest du sagen, im Tai Chi und in den Bewegungen steckt auch viel Kultur, was ich vielleicht gar nicht sehen kann? Ich war noch nie in China. Da siehst du, glaube ich, wahrscheinlich noch ganz andere Dinge als ich jetzt. Ja. Auf jeden Fall sieht man das ja sofort in den Namen der Bewegungen. Die Jadefrau wirft das Webschiffchen zum Beispiel oder die schöne Dame am Webstuhl, das wird ja unterschiedlich übersetzt. Oder die weiße Schlange oder so andere Namen. Dann kommen ja viele Tiere vor, die in China früher mal gelebt haben. Nashörner zum Beispiel gibt es jetzt da nicht mehr. Ja, Kraniche natürlich. Wenn man jetzt eine Bewegung macht, wie der weiße Kranich breitet seine Flügel aus, dann kann man sich vorstellen, wie ein Kranich sich bewegt. Aber wenn man dann auch noch weiß, dass es vielleicht um den Kranich der Unsterblichen geht,
mit dem die Unsterblichen sich ins Paradies begeben können nach Lust und Laune, hat man nochmal eine andere Idee zu der Bewegung, dass sie einen sozusagen beflügelt. Und wenn ich mich an eine Peking-Oper oder an eine andere Sichuan-Oper oder andere chinesische Oper erinnere, dann sind sehr viele von den Tai-Chi-Bewegungen dort enthalten in diesen Kampfszenen. In den Opern haben die Kampfszenen? Ja, die Opern beschreiben ja historische Umstände, Mythen und Legenden mit historischem Hintergrund. Okay. Und da gab es natürlich auch in China nicht nur friedliche Zeiten. Ja, interessant, ja. Schön, danke für die Antwort. Ich glaube auch, dass da noch eine Ebene ist, die mir einfach noch gar nicht erschlossen ist. Ich denke, die Bewegung und die Berührung vom Herz ist universell, aber der Verstand oder halt das, ne, dieses, das, da bin ich, ne, das ist natürlich was anderes, wenn man die Kultur kennt. Mein Lehrer war auch in China und also hat da auch dieses Verständnis. Deswegen bin ich auch sehr gern Schülerin. Hauptsache, du hast nicht den Eindruck, dass dir irgendwas fehlt, weil du noch nicht in China warst. Denn manche geben ja sehr damit an, dass sie dort gewesen sind. Ich manchmal auch. Aber dort gewesen zu sein, bedeutet nicht, dass man besser Tai Chi kann als andere. Das finde ich so faszinierend. Also manchmal hat man auch so Phasen, da mache ich die Bewegungen und da passiert nichts. Und dann auf einmal öffnet sich wieder eine Tür und du machst die gleiche Bewegung und du lernst in dieser einen Bewegung so viel. Und ich glaube, so ist es ja überall. Du kannst in ein Land gehen. Das, was gemacht hat, hat nicht so viel zu bedeuten wie das Wie. Ne? Und ich denke dadurch, so was du erzählst und was dich da berührt hat, und das hat dich ja sehr berührt, weil das ist jetzt dein Beruf und du machst einen Podcast für uns. Da ist ja ganz viel passiert. Das war auch nicht geplant, das hat sich dann einfach so ergeben. Manchmal hat das Leben andere Pläne als man selber, ne? Manchmal hat das Leben andere Pläne. Sind wir doch mal gespannt, welche anderen Pläne das Leben für uns bereit hat, für unsere Tai Chi-Leben. Ja. Ich wünsche dir, dass du weiterhin so super viel Spaß an deinem Tai Chi hast und dass dir das immer erhalten bleibt, dass du auch über den Podcast hinaus gerne noch viele andere Menschen ansteckst mit deiner Begeisterung. Das fände ich toll. Weil ich bin irgendwie immer so, wie ich bin. Das Leben verändert das so natürlich, aber das, was ich bin, bin ich. Und was die Menschen draus machen, wäre schön, wenn es noch manchen andere inspiriert. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Sehr gerne. Ich bedanke mich für die Chance und die Einladung. Ich fühle mich da auch ein bisschen geehrt. Vielen Dank, Beate. Grüß mal deine Mitstreiterinnen und Mitstreiter in eurer Schule in Nürnberg und deinen Lehrer. Unbekannterweise. Das mache ich sehr gerne. Bestimmt auch Grüße zurück. Die freuen sich mit mir und sie freuen sich über uns, weil das ist auch was, worüber man sich freuen kann. Ja, danke, Steffi. Tschüss. Danke, Beate. Tschüss.